Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Wittichbauer Biomed Center Bayreuth. Im heutigen Video zeige ich Ihnen die Passage von adhärenten Zellen unter der Sterilbank. Adhärente Zellen wachsen in sogenannten Flasks in einem einschichtigen Zelllayer, dem sogenannten Monolayer. Wird dieser zu dicht und schließt sich der Monolayer, so können die Zellen anfangen zu differenzieren. Dies kann für einige Versuche sehr hinderlich sein. Deshalb müssen die Zellen passagiert werden. Bei einer Passage werden die Zellen durch ein spezielles Enzym von der Flasche gelöst, geteilt und wieder in die Flasche gegeben. Viel Spaß beim Video. Hier haben wir eine Flask mit subkonfluenten MC3T3-Zellen. Bevor diese die Konfluenz erreichen, müssen sie passagiert werden. Der erste Schritt ist, das alte, verbrauchte Medium abzugießen. Dazu wird die Flask unter der Lamina Flow geöffnet und das Medium abgegossen. Wichtig hierbei ist, dass kein Tropfen an der Flasche herunterläuft oder den Rand benetzt. Als nächstes werden die Zellen mit PBS, das ist phosphatgepufferte Salzlösung, gespült, um die alten Stoffwechselprodukte zu entfernen. Wir verwenden hierzu serologische Stabpipetten und einen elektronischen Pipettierhelfer. Hier werden 5 ml des PBS aufgenommen und auf die wichtig nicht bewachsene Seite der Flask gegeben. Bei manchen Zellarten kann es vorkommen, dass, wenn man das PBS auf die bewachsene Zellschicht gibt, sich die Zellen ablösen. Durch Schwenken waschen wir die Zellen und gießen anschließend das PBS ab. Als nächsten Schritt geben wir Trypsin dazu. Trypsin ist ein Enzym, das die Proteine, mit denen sich die Zellen am Flaschenboden festhalten, auflöst. Somit lösen sich die Zellen vom Flaschenboden und sind in Lösung. Bei einigen Trypsinen, die zu lange wirken, kann es passieren, dass die Zellen bereits angegriffen werden. Für die mittlere Flask verwenden wir 2,5 ml Trypsin. Dieses kann auch direkt auf die Zellen gegeben werden. Im Anschließenden werden die Zellen unter dem Wärmeschüttler von dem Flaschenboden gelöst. Die Zellen werden unter dem Wärmeschüttler vom Flaschenboden abgelöst. Unter dem Wärmeschüttler herrschen 37 Grad und konstante Bewegung. Der Ablöseprozess dauert ungefähr 30 Sekunden bis 2 Minuten, wobei man wieder darauf achten muss, dass es nicht zu lange wirkt. Der Ablöseprozess muss auch ständig unter dem Mikroskop kontrolliert werden. Jetzt wird unter dem Mikroskop der Ablöseprozess kontrolliert. Sollte dieser noch nicht abgeschlossen sein, gibt es die Möglichkeit, durch leichtes Klopfen oder Schlagen der Flask die Zellen vom Flaschenboden zu lösen. Auch ein anschließendes Spülen hilft oft bei der Ablösung. Wobei wichtig ist, dass die Zellsuspension nicht in den Flaschenhals gelangt. Nach dem abgeschlossenen Ablösevorgang muss das Trypsin abgestoppt werden. Hierzu wird das Proliferationsmedium verwendet. Wichtig hierbei ist, dass mindestens die doppelte Menge Proliferationsmedium im Vergleich zum Trypsin dazugegeben wird. In unserem Fall also 5 ml. Die zellbewachsene Seite wird mit dem Proliferationsmedium gespült, um noch vorhandene anhaftende Zellen gar abzulösen. Bei
Bei manchen Trypsinen ist es nicht wichtig, das jetzt abzuzentrifugieren, da das sich mit der Zeit selbst abbaut. Bei unserem Trypsin jedoch, das dann dadurch stabiler ist, ist es wichtig, das Trypsin von den Zellen zu entfernen. Da natürlich immer der Zweck einer Passage die Verkleinerung oder Verminderung der Zellzahl ist, nehme ich jetzt 2 Milliliter Zellsuspension aus dem Kulturüberstand und gebe es in ein sogenanntes Greinerröhrchen oder Zentrifugenröhrchen. Der Rest der Kultur kann jetzt für Versuche verwendet und gezählt werden oder einfach verworfen, wie in diesem Fall. Die Zellsuspension wird anschließend bei 200 G, alternativ 1014 Umdrehungen pro Minute, für 5 Minuten zentrifugiert. Nach der Zentrifugation befinden sich die Zellen im Zellpellet und das Trypsin im Überstand. Der Überstand wird dekantiert. Nun wird das Zellpellet gelöst. Wir benutzen dafür das Proliferationsmedium, von dem wir zuvor 8 ml in die Flask geben. Mit den 4 restlichen Millilitern wird das Zellpellet resuspendiert. Zellsuspension wird anschließend wieder in die Flask gegeben. Das war die Passage von adhärenten Zellen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.